Ja, vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit zu sprechen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr so häufig so zahlreich hier erschienen seid. Diejenigen wenigen im Publikum, die sich vielleicht mit ihr oder du falsch angesprochen fühlen, bitte ich um Rücksicht vor der Mehrheit, die hier wie auch sonst den Ton angibt in einer Demokratie. Über die wollen wir ja heute sprechen. Demokratie. Versucht das für die wenigen von Ihnen, von euch, die das noch nicht kennen, nochmal kurz Genau. zusammenzufassen. Ein politisches System, in dem wir meinen zu leben oder in dem wir glücklich sind zu leben, welches sicherstellen soll, dass Macht und Regierung vom Volk ausgehen. Das hat viele Gründe, historische Gründe, die uns zu diesem System geführt haben. Wer die mal rekapitulieren möchte, kann ja mal in ein Land ziehen, in dem keine Demokratie herrscht. Dann lernt man die Demokratie relativ schnell zu schätzen. Wir leben hier in einer repräsentativen Demokratie. Das heißt, wir alle, die wir hier stehen, haben relativ selten Gelegenheit, an den politischen Prozessen, den Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Das hat verschiedene Gründe. Ich denke insbesondere auch den Grund, dass wir vielleicht den Rest der Zeit auch noch ein bisschen was mit unserem Leben machen wollen und vielleicht auch, weil wir ja gar nicht dazu geeignet sind, für viele Entscheidungen eine richtige zu treffen. Deswegen haben wir ein Parlament, in dem haben wir gewählte und legitimierte Vertretungen, die haben wir gewählt, einige von uns zumindest. Das Mehrheitsverhältnis in diesem Parlament entspricht ungefähr dem Wahlergebnis. Und die Idee, wie man dazu gekommen ist, im Parlament haben sie ja nicht irgendwie ausgedacht, dass man gesagt hat, ach, wäre cool, wenn da einfach mal ein paar mehr Leute sitzen. Sondern es gibt auch Gründe dafür, dass wir ein Parlament haben, eine Theorie, wie das funktionieren sollte. Nämlich eigentlich, dass dort Meinungen und Themen quasi in einem ewigen Wettkampf sind und durch Diskussion nicht schlechtere Ergebnisse herbeigeführt werden, sondern bessere. Also Diskussion im Parlament soll im Prinzip dafür sorgen, dass die Interessen aller grob gewürdigt werden. Und das setzt natürlich voraus, dass die Diskussion dort rational geführt werden würde, was nicht immer der Fall ist. Schauen wir uns an, wie so eine Demokratie aufgebaut ist. In den meisten Ländern haben wir ungefähr so ein Modell. Wir haben eine Trennung von verschiedenen Gewalten. Ja, wir wollen nicht alle Gewalt über das Volk, über die Regierung an einer Stelle haben, sonst können wir auch ein Königreich machen. Hätte bestimmte Vorteile für den König, bestimmte Nachteile für alle anderen. Und ist ja für die meisten von euch nur eine Wiederholung. Wir haben eine Legislative, die beschließt Gesetze. Wir haben eine Exekutive, die Gesetze mehr oder weniger ausführt. Und wir haben eine Judikative, die gemäß dieser Gesetze richtet. Und wenn jetzt die Legislative durchdreht, dann haben wir am Ende ein Verfassungsgericht, was sicherstellt, dass die Gesetze im rechtlichen Rahmen bleiben, in einem verfassungsgemäßen Rahmen. Wenn die Exekutive durchdreht, müssen wir mal gucken, das sehen wir jetzt in den USA. Und die Judikative kann eigentlich nicht durchdrehen, hat man sich vorgestellt. Deswegen hat sie hauptsächlich so eine kontrollierende und überprüfende Funktion. Also diese Gewaltenteilung sorgt dafür, ne, dass alles so ein bisschen im Balance bleibt und die Demokratie so ein bisschen fluide bleiben soll. Und über all das herrscht das Volk, ja, spielt in letzter Zeit wieder eine sehr viel größere Rolle. Es gibt unterschiedliche Personen, die von sich behaupten, sie wären das Volk. Das Volk sind aber immer noch wir alle. Und da kommt auch schon unser demokratischer Akt, nämlich durch die Wahl bestimmen wir die Mehrheitsverhältnisse in der Legislative und damit hoffentlich auch die Gesetze. Jetzt gibt es dann noch eine häufig zitierte vierte Gewalt. Und das ist das Einzige, was ich eigentlich jetzt um die es in meinem Vortrag geht, weil die sich gerade im Wandel befindet. Nämlich wie viel Zugang wir zu dieser vierten Gewalt haben und wer diese vierte Gewalt kontrolliert. Und das ist die Öffentlichkeit. Der Öffentlichkeit kommt besondere Bedeutung zu, insbesondere auch eine kontrollierende Bedeutung, weil man davon ausgeht, dass, ich meine, die Legislative, Judikative und Exekutive könnten tun, was sie wollen, wenn wir es nicht wüssten. Ja, also Transparenz über diese Institutionen ist besonders wichtig für uns, sonst können wir das nicht in unsere Wahlentscheidungen einfließen lassen. Die Öffentlichkeit informiert also das Volk und auf Basis dieser Informationen trifft das Volk im Zweifelsfall seine Wahlentscheidung. Wir haben also
allein in einem solchen System, es wurde ja gerade schon gesagt, ich setze mich hauptsächlich mit der Sicherheit von Systemen auseinander, also beruflich bin ich IT-Security-Consultant, das heißt, ich hacke Computersysteme und sag nachher, wie ich es gemacht habe, damit das niemand anders kann. Und was man dabei sehr viel lernt, was sehr entscheidende Fähigkeit dabei ist, es sich erstmal tief zu durchdringen, wie so ein System funktioniert und dann zu überlegen, wie kann ich denn dieses System irgendwie aus dem Tritt bringen? Was ist in diesem System vielleicht nicht berücksichtigt worden? Was kann also passieren, an das die Leute, die vielleicht nicht mit diesem Flowchart sich die Demokratie ausgedacht haben, die haben wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sich darüber nachgedacht, aber was haben die vielleicht nicht berücksichtigt? Und relativ offensichtlich sind natürlich sowas wie der Zugang zu Informationen, die Behinderung des Zugangs zu Informationen, Gefahren für die Demokratie. Weil alle Kontrollinformationen, alle Kontrollinstanzen dieses demokratischen Systems immer eigentlich voraussetzen, dass wir Zugang zu den relevanten Informationen haben. Also Zensur ist schlecht. Zensur jetzt bei mir mal hier definiert als Kontrolle des Zugangs zu Informationen. Und natürlich auch die Überwachung ist ein Problem für eine solche Demokratie, also das Erfassen von Handlungen. Ja, also letztendlich ermöglicht beides, nämlich die Kontrolle von Menschen. Wenn ich also die ihnen bestimmte Informationen vorenthalte, können sie auf Basis dieser Informationen nicht mehr agieren. Wenn ich sie überwache, kann ich weiter ihr Verhalten einschränken. Also kann ich letztendlich Menschen über Zensur und Überwachung relativ gut steuern, so wie es zum Beispiel in, was weiß ich, der Volksrepublik China auch relativ erfolgreich betrieben wird. Denken wir nochmal an unsere Öffentlichkeit. Da gibt es eine relativ einfache Erklärung noch dazu. Diese Öffentlichkeit ist nicht per se eine Öffentlichkeit, sondern es gibt unterschiedliche Institutionen, die sehr viel Öffentlichkeit haben. Ja, wir können uns auf die Straße stellen. Sie sehen auch immer mal wieder Menschen, die das versuchen, stellen sich auf die Straße, in der Öffentlichkeit versuchen, Gehör zu finden für unterschiedliche Anliegen. Manche davon sind nachvollziehbar, manche nicht. Aber so nur weil sie jetzt in der Öffentlichkeit sind, haben sie noch lange nicht besonderen politischen Einfluss. Einigen Gruppierungen gelingt das dann besser oder weniger gut. Aber auch, wann ist überhaupt Öffentlichkeit hergestellt? Ich agiere als ehrenamtlicher Sprecher einer Vereinigung von Computerhackern. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, ich kann relativ viel öffentlich tun. Ich kann zum Beispiel auch diesen Vortrag halten, erreiche jetzt ein paar Personen mit, könnte den aber auch aufzeichnen, was ich gerade übrigens einfach tue, und könnte ihn danach auf YouTube stellen, hätte ich mehr Öffentlichkeit. Früher, bevor es das Internet gab, war quasi der Zugang zur Öffentlichkeit einigen wenigen Instanzen vorbehalten. Große Wochenmagazine, Zeitungen, die haben vielleicht ein bisschen konkurriert und wie es immer im Kapitalismus ist, wenn man lange genug konkurriert hat, kauft eben einer den anderen und Konkurrenz ist zu Ende und Macht hat sich gebündelt. Zum Beispiel im Axel Springer Verlag, der dann die Aufmerksamkeit, die er hat, mit solchen Informationen füllt, irgendwie einen ehemaligen Autorennfahrer seit mehreren Jahren stalkt, der einen schweren Unfall hatte, oder auch über Urteile fällt über Politikerinnen und Politiker. Ja. Und natürlich in Wirklichkeit interessieren sich alle für diese Frau, die einen RTL-Dreh abgebrochen hat. Ich kenne sie leider nicht, aber das ist auf jeden Fall auch interessant. Und lange Zeit wurde so einfach immer dieses Vertrauen gebraucht, vielleicht auch mal missbraucht. Die eine oder andere Person hat im Laufe der 60-jährigen Geschichte der Bild-Zeitung zum Beispiel mal Machtmissbrauch vorgeworfen oder Manipulation, weiß der Axel Springer Verlag routinemäßig von sich. Und irgendwie wurde immer weiter der Eindruck genährt, die da oben machen, was sie wollen. Ja, das haben wir alles schon gehört. Vielleicht haben wir uns auch schon mal gedacht, haben wir uns auch schon mal dabei erwischt, das selber zu denken. Früher hatten wir also irgendwie so eine Situation, in der Wissen Macht war, aber der Zugang zu Wissen massiv eingeschränkt ist. Unser gesamtes Gesellschaftssystem ist darauf ausgerichtet, bestimmte Menschen relativ früh irgendwie wegzukategorisieren in einem Bildungssystem, das einigen einfach bestimmtes Wissen gar nicht mehr meint zu vermitteln. Weil gesagt wird, ach, pass mal auf, du, ne, hast du fein gemalt, was du da jetzt machst, für dich brauchen wir jetzt nicht unbedingt mehr ein Studium zu investieren. Du kannst ja vielleicht einen Job machen, der
nicht besonders viel Wissen braucht, dann brauchen wir auch nicht mehr in dich zu investieren. Wir kategorisieren dich jetzt weg und bieten dir eine Karriere an in einem beruflichen Feld, was, sagen wir mal, nicht so viel Wissen benötigt wie andere. Und da aus dieser Zeit kommt auch diese Feststellung, und die Feststellung ist immer weiterhin wahr, dass Wissen Macht ist. Und die Demokratisierung des Zugangs zu Wissen ist immer gut, ist immer richtig. Und das ist das Beste, was wir tun können. Und genau das haben wir mit dem Internet getan. Wir haben gesagt, wir bauen dieses Internet, wir demokratisieren den Zugang zu Wissen. Wir sorgen dafür, dass alles Wissen zugänglich wird. Wir sorgen dafür, dass die Menschen näher zueinander rücken, dass wir nicht mehr übereinander reden müssen, weil wir miteinander reden können. Das in einer Zeit, einige von euch werden es erlebt haben, das war einfach schwer möglich, mit Menschen am anderen Ende des Planeten in Kontakt zu kommen. Man kannte die nicht. Wenn man die einfach angerufen hat, war das schweineteuer und die haben gesagt, leg auf, ich möchte nicht mit dir sprechen. Du störst. Ja? Das heißt, wir haben wirklich auch, wir waren weit voneinander entfernt. Und es war eigentlich immer ein großes Versprechen, dass die Welt zusammenrückt, wir mehr miteinander sprechen können, wir mehr in Austausch treten und dadurch, dass wir mehr miteinander reden, vielleicht auch mehr voneinander verstehen und mehr aufeinander zugehen würden. Tja, was ist passiert? Es war plötzlich alles Wissen zugänglich. Früher hatten wir vielleicht eine Zeitung zu Hause liegen, die haben wir schon nicht zu Ende gelesen. Jetzt haben wir Internet zu Hause liegen. Diejenigen, die versuchen, das zu Ende zu lesen, schaffen es auch nicht und opfern sehr viel auf dem Weg dorthin. Jetzt haben wir also zu viel Wissen zugänglich und sind überfordert damit, das Richtige auszuwählen. Und es wandelt sich dahin, dass im Prinzip Aufmerksamkeit Macht ist. Und diese Entwicklung quasi vorhergesehen hat der Chaos Computer Club schon relativ früh, von dem ich nicht so viel sprechen möchte, aber ich möchte einmal kurz unsere ethischen Prinzipien referenzieren, die ungefähr 1984 formuliert wurden. Also in einer Zeit, in der ja die wenigsten Menschen Zugang zu Computern hatten, geschweige denn Daten oder vernetzten Computern. Damals wurde aber schon formuliert, nicht ausschließlich vom Chaos Computer Club, die Primärquelle habe ich da oben noch stehen, in einem Buch von Stephen Levy, Hackers, Heroes of the Computer Revolution. Die letzten zwei Zusätze gehen nur auf den Chaos Computer Club. Trotzdem fühlen wir uns dieser Ethik verbunden, in der wir als allererstes festschreiben, der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie diese Welt funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein. Das Internet hier natürlich ein sehr großes Versprechen. Alle Informationen müssen frei sein. Ja, wir möchten nicht dafür bezahlen, wir möchten sie sich frei entfalten können. Wir wollen einen freien Konkurrenzkampf zwischen Informationen. Wir möchten Autoritäten misstrauen und die Dezentralisierung fördern. Geht natürlich wieder darum, nicht zu viel Macht in einer Hand. Allgemeines Prinzip, was eigentlich allen Menschen klar sein sollte, braucht man nicht Hacker für zu sein. Beurteile einen Menschen nach dem, was er tut und nicht nach üblichen Kriterien wie Aussehen, Alter, Herkunft, Spezies, Geschlecht oder gesellschaftlicher Stellung. Man kann mit dem Computer Kunst und Schönheit schaffen und Computer können dein Leben zum Besseren verändern. Heute übrigens wieder eine Aussage, die immer mehr in Zweifel gezogen wird. Mülle nicht in den Daten anderer Leute, ein wichtiges Prinzip. Und dann, denke ich, einer der wichtigsten Grundsätze für den heutigen Vortrag ist, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Diesem Grundsatz steht so ein bisschen das Kräfteverhältnis zwischen Staat und Bürgerinnen und Bürgern als Basis. Ja, wir möchten eigentlich sehr viel Transparenz und Kontrolle über den Staat haben, um zu sehen, was tut denn die Regierung so? Wie können wir uns da eine Meinung drüber bilden? Wie können wir einschreiten? Wen müssen wir stattdessen wählen? Und gleichzeitig uns möglichst viele Daten von unserer Seite vor dem Staat schützen, damit der Staat uns nicht zu gut kontrollieren, überwachen und Sonstiges kann. Warum gehe ich auf die Hackerethik ein? Erstens, weil ich die total genial finde. Zweitens aber auch, weil vier von diesen acht Prinzipien, wenn ich richtig gezählt habe, Informationsfreiheit und Öffentlichkeit betreffen. Und genau das, was das Internet uns, zumindest wir uns vom Internet versprochen haben. Gleichzeitig seit der Hackerethik, also zu Zeiten, als die Hackerethik vom CCC formuliert wurde, sahen Computer ungefähr so aus. Ja, ich hatte auch mal so einen
paar Jahre später. Der stand da, der hatte kein Internet. Wenn ich damit was machen wollte, musste ich irgendwie eine Diskette reintun und damit spielen. Ich konnte den aber programmieren. Das ist eigentlich das Geniale an einem solchen Computer, dass ich ihn als universelle Maschine programmieren kann, faktisch alles zu tun. Bis dahin hat die Menschheit nur Maschinen erfunden, deren Anwendungszweck in irgendeiner Form beschränkt war. Toaster. Geniales Gerät zum Toasten von Brot. Ja? Konnte vielleicht auch damit noch Brot auftauen oder ein paar andere Sachen machen, die Wärme erforderten. Hacker sagte, glaube ich, einmal sinngemäß, der Gründer des Chaos Computer Clubs sind eben die, die aus dem Toaster auch eine Kaffeemaschine bauen. Jeder weiß, wie das geht heutzutage. Der Computer wuchs irgendwie so ein bisschen und entscheidend war, er bekam irgendwann Zugang zu anderen Computern. Wir haben uns also entschieden, diese Geräte, diese universellen Rechenmaschinen, die wir hatten, nehmen wir jetzt, verbinden die miteinander und wir können miteinander telefonieren. Und die haben auch tatsächlich miteinander telefoniert. Ich habe es selber gesehen. Denn ich hatte ein Modem, das ich an meinen Computer gesteckt habe und dann in die Telefondose. Und dann konnte ich damit einen anderen Computer anrufen. Und dann haben die Computer telefoniert. Heute ein bisschen anachronistisch, weil, also müsst ihr sich das so vorstellen, als würden Computer miteinander WhatsAppen oder so, ne? Komme ich gleich auch nochmal zu, tun sie zum Beispiel heute auch tatsächlich. Computer wurde irgendwann immer kleiner und heute haben die meisten Menschen Computer, die noch nicht mal mehr eine Tastatur haben. Ja, warum brauchen Computer eine Tastatur? Können wir auch darauf verzichten? Ich verzichte sehr ungern auf die Tastatur in meinem Computer, weil sie ein bisschen auch versinnbildlich, dass ich mit dem Computer machen kann, was ich möchte. Denn dieser letzte Computer, den ich da abgebildet habe, der ist irgendwie einer, den ich nicht mehr frei programmieren kann. Irgendwo unterwegs ging die Möglichkeit verloren, dass ich entscheide, wie ich den Computer nutze, wie ich den programmiere, was ich damit tue. Und genauso ging diese Möglichkeit dem Internet verloren, denn diese Computer waren jetzt alle miteinander vernetzt. Als das Internet irgendwie kam, waren wir so ein paar Sender, einige mit mehr Möglichkeit empfangen zu werden als andere. Irgendwann kam so die erste große Internetrevolution. Das sollte das Web 2.0 sein. Effektiv war das, sie haben plötzlich eine Kommentarspalte gehabt unter dem, was andere geschrieben haben und konnten dort auch noch was eintragen. Und jetzt war wirklich jede von uns ein Sender. Wir hatten plötzlich die Möglichkeit, dieses gesamte Internet zu erreichen. Nicht alle von uns wurden gelesen, also wurden ein paar Sender vielleicht ein bisschen größer. Auch nicht jede von uns hat davon unbedingt Gebrauch gemacht zu dieser Zeit. Und nach kristallisierten sich wieder größere, zentralere Senderinstanzen heraus. Aber zu diesem Zeitpunkt hat eine kolossale, eine nie dagewesene Ermächtigung des Individuums stattgefunden. Und diese Ermächtigung des Individuums hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir heute etwas haben, was sich Wikipedia nennt, indem wir das Wissen der Welt gesammelt haben, fortwährend sammeln, erweitern, ergänzen, pflegen und für alle frei zugänglich machen. Und die Wikipedia kann nicht nur von uns allen gelesen werden, sondern die kann auch von uns allen geschrieben werden. Sie muss auch von uns allen kollektiv geschrieben werden. Wir haben damit wirklich den Zugang zu Wissen und das Schaffen von Wissen und auch das Schreiben von Geschichte, von Menschheitsgeschichte demokratisch zugänglich gemacht. Ich glaube, die Verlage, deren primäres Geschäftsmodell das Bereitstellen einer Enzyklopädie war, die gibt es inzwischen nicht mehr. Zumindest gibt es deren Geschäftsmodell nicht mehr. Das sind große, große Leistungen, die wir da vollbracht haben. Und es hat auch zum Beispiel dazu geführt, dass wir in dem ein oder anderen Land dieser Erde Revolutionen hatten, die tatsächlich massiv durch das Internet gefuelt waren, also getrieben waren. Die sogenannten Twitter- und Facebook-Revolutionen in Nordafrika. Und hier diese Grafik, die ich gerade noch schnell gegoogelt habe, stellt das sehr schön dar. Twitter und Facebook sind die neuen Möglichkeiten der Revolution und nicht mehr die Machete oder ein Sturmgewehr
friedliche Revolutionen einfach nur durch Zugang zu Wissen. Ein Traum wurde wahr und das ist nicht viele Jahre her. Jeder von uns konnte ein Sender sein, aber einige Sender wurden immer größer. Und plötzlich kam ein Moment, in dem die Mehrheit der Menschen darauf verzichtet hat, überhaupt ihr eigener Sender zu sein. Und wir waren nur noch jede auf einem einzigen Sender. Und dieser einzige Sender hieß dann halt Facebook, Twitter oder Instagram. Und dort bilden wir jetzt nicht nur unsere demokratischen Prozesse ab, sondern unser gesamtes Leben, unsere private Kommunikation oder auch unser Agieren in der Öffentlichkeit, unsere öffentliche Kommunikation und auch gar nicht wissentlich unsere politische Willensbildung. Wir stehen ja nicht morgens auf und sagen, ich gucke mal ein bisschen Politik und dann nach einer Viertelstunde höre ich wieder auf und dann habe ich mir eine politische Meinung gebildet. Das passiert die ganze Zeit unterschwellig über das, was wir sehen, erleben, was uns passiert, was Menschen uns sagen. Und die Demokratisierung, der Zugang zu Wissen, der Zugang zum Internet hat wirklich alle Menschen erreicht, inzwischen sogar die Jüngsten von uns, die nun also vor Geräten sitzen, hier ein leuchtendes Brett, der Zugang zur Welt und keiner von uns hat mehr eine Ahnung, wie dieses leuchtende Brett überhaupt funktioniert. Das ist Realität. Das ist Realität, die sich da abbildet. Das ist Menschen, die damit aufwachen, dass sie mit Geräten agieren, die sie nicht verstehen und die eine solche starke Macht und Kontrolle über sie ausüben. So wichtige Geräte für sie sind. Wir haben aber noch einen Fehler gemacht. Das war wahrscheinlich der schwerste. Diese einen wenigen Sender sind auch ein Geschäftsmodell. Wenn wir uns die Demokratietheorie anschauen, dann hat man davon geträumt, irgendwie, dass diese Öffentlichkeit irgendwo stattfindet, wo Menschen zusammenkommen auf einer, damals waren Demokratien auch noch nicht so groß, in der Agora, mehr oder weniger auf einem Dorfplatz, wo alle zusammenkamen, die es interessiert hat. Und dann hat man gesagt, okay, möchten wir jetzt folgende Regel für uns aufstellen oder nicht? Dann wird das ein bisschen diskutiert und nachher per Mehrheitsentscheid gemacht. Dieser Dorfplatz war allen frei zugänglich, ungefähr genauso frei zugänglich wie Facebook. Der einzige Unterschied war, der Dorfplatz gehörte auch allen. Facebook gehört primär sich selber und hat als Geschäftsmodell, dass wir es nutzen. Im Prinzip haben wir also unseren schönen Dorfplatz durch eine Shopping Mall ersetzt, die eine relativ lange Hausordnung hat, was wir da machen dürfen und was nicht, wie viel Werbung wir uns da anschauen müssen, wer wie viel für diese Werbung bezahlt und was wir dort tun können und was nicht. Wenn Facebook morgen entscheidet, dass es keine öffentlichen Diskussionen mehr geben sollte, dann gibt es die nicht. Quasi die Nutzungsmöglichkeiten unseres Dorfplatzes unterliegen jetzt den geschäftlichen Interessen eines Unternehmens. Gibt es eine sehr alte Weisheit zu, wenn wir nicht bezahlen, dann sind wir auch nicht die Kunden, sondern wir sind das Produkt. Und das ist bei Facebook tatsächlich einfach der Fall. Dieses Unternehmen macht sehr große Milliardenumsätze, ohne dass wir diesem Unternehmen jemals Geld gegeben haben. Und zwar einfach dadurch, dass es unser Verhalten, unsere Äußerungen dort minutiös aufzeichnet, um ein sehr genaues Profil von uns zu bekommen und mithilfe dieses Profils zahlenden Kunden zu ermöglichen, uns mit Werbung zu erreichen. Das ist das einzige Geschäftsmodell, was dieses Unternehmen hat. Und dieses Geschäftsmodell ist so mächtig und so groß und so toll, dass es natürlich massiv gehypt wird. Data is the new oil. Ist, glaube ich, weiß noch nicht mal, wer es als erstes gesagt hat, klingt auf jeden Fall super, wird deswegen immer wieder wiederholt. Und deswegen versuchen auch heute noch Unternehmen, irgendwie dieser Plattform Facebook oder der Plattform Amazon oder der Plattform Google irgendwie nennenswert nachzueifern. Das ist ungefähr so, wie einem fahrenden Zug hinterher zu laufen. Das wird nichts. Warum ist Big Data the new oil? Weil Big Data sich dazu eignet, Verhalten zu beschreiben, Verhalten zu erklären und Verhalten zu ändern. Dieses Ändern ist das Geschäftsmodell von diesen Unternehmen, die wir größtenteils als GAFA bezeichnen, Google, Apple, Facebook, Amazon, unterschiedlich stark
nutzen die diese Macht? Es ist, denke ich, zweifelsfrei Facebook, was diese Macht am meisten und am bösesten ausnutzt. Dicht gefolgt von Facebook. Und ob jetzt Amazon oder Apple problematischer ist, machen dann die Eigner von Amazon Kindles mit den Eignern von Apple iPhones aus. Wenn wir diese relativ euphemistischen Begriffe Beschreibung, Erklärung und Veränderung von Verhalten, was übrigens die quasi die Definition der Wissenschaft der Psychologie ist, Wissenschaft von Beschreibung, Erklärung und Veränderung von Verhalten, wenn wir das salopp ein bisschen übersetzen, dann ist das Überwachung, Modellierung und Manipulation von Verhalten. Klingt ein bisschen schlimmer, meint aber genau das Gleiche. Und das Spannende ist, dass diese Unternehmen das zielgerichtet tun. Es ist nämlich nicht mehr so, dass diese Unternehmen uns in der Öffentlichkeit manipulieren, sondern sie tun es zielgerichtet. Die Öffentlichkeit ist also nicht mehr öffentlich. Uns fehlt jetzt die Möglichkeit, die Öffentlichkeit zu kontrollieren. Wenn früher ein Politiker ein Wahlplakat aufgehängt hat, dann konnten es wenigstens noch alle sehen. Heute sind Kampagnen, politische Kampagnen in der Lage, für jedes Individuum oder für Gruppen von Individuen Plakate zu machen, Werbung zu machen und dafür zu sorgen, dass andere Gruppen von Individuen diese Plakate nie wieder sehen. Kurz nochmal zur Aufmerksamkeit als Geschäftsmodell. Das ist natürlich nichts Neues. Das hatten wir beim Fernsehen genauso. Das hatten wir auch bei den Wochenendmagazinen so und bei den Wochenmagazinen und was nicht immer so, dass im Prinzip versucht wird, mit bestimmten Inhalten Aufmerksamkeit zu erregen, Aufmerksamkeit zu sammeln, zu fangen, auf sich zu bündeln und diese Aufmerksamkeit dann oder Teile dieser Aufmerksamkeit eben an andere zu verkaufen. Jetzt hat der Mensch ungefähr 16 Stunden Aufmerksamkeit pro Tag verfügbar und wer im Geschäftsmodell des Verkaufens von Aufmerksamkeit tätig ist, der hat im Prinzip das Ziel, die Nutzerin dabei zu halten. Ja? Schalten Sie nicht weg, es kommt jetzt Werbung, aber danach kommt die spannende Auflösung zu folgender Frage. Wird Kiki noch in den Güllebottich springen oder nicht? Ja? Die wenigsten klicken da noch weg. Also wer das tut, wer Aufmerksamkeit als Geschäftsmodell hat, will, dass wir die Aufmerksamkeit dort weiter bündeln. Beim Fernsehen habe ich gerade Beispiele für Cliffhanger gesagt. Bei der Bild-Zeitung sehen wir irgendwelche verrückten Titelzeilen, die uns dazu bringen sollen, unsere Aufmerksamkeit diesem Ding zu widmen. Und bei den interaktiven Plattformen ist das Ziel im Prinzip, die Nutzerin auf der Plattform zu halten. Wer von euch die Plattform YouTube kennt, weiß, wie schwer es ist, folgende Aufgabe zu erfüllen, nur ein Video auf YouTube zu gucken. Wer kann sich erinnern, das zum letzten Mal getan zu haben? Das ist die Minderheit. In der Demokratie siegt die Mehrheit, insofern wurde die Minderheit jetzt überstimmt. Aber wir sind uns, glaube ich, alle darüber einig, dass es erhebliche Anstrengung erfordert, nicht vielleicht doch noch ein zweites YouTube-Video zu gucken. Und das liegt daran, dass YouTube in der Regel dafür sorgt, dass uns als nächstes ein noch interessanteres Video gezeigt wird. Wenn wir also von mir aus ein Video über Autos gucken, dann wird uns als nächstes ein Video über Autounfälle gezeigt. Das liegt daran, dass Emotionalität Interesse weckt. Und mit dieser Emotionalität lässt sich unsere Aufmerksamkeit lenken. Und das vollständig automatisiert und individuell, indem wir ein Profil von unseren Nutzern haben. Gleichzeitig kam noch eins auf bei diesem Wettkampf um Aufmerksamkeit. Wir hatten auf einmal immer weniger Aufmerksamkeit zur Verfügung. Da finde ich ein sehr illustratives Beispiel. Hier, wahrscheinlich kennen alle das Video von Riso, der sich 55 Minuten Zeit genommen hat, einmal die CDU zu sezieren und ihre Aussagen. Und weil aber es offenbar Menschen gibt, die keine 55 Minuten dafür Zeit haben, hat dann ein Unternehmen namens BuzzFeed News eine Zusammenfassung in 30 Screenshots ermöglicht für alle Menschen, die keine 55 Minuten Zeit haben und trotzdem mitreden wollen. Und genau das ist das Problem, dass jetzt Menschen, die nur noch 30 Screenshots Zeit haben, trotzdem mitreden wollen und das auch tun und es ihnen ermöglicht wird.
Dieses Unternehmen BuzzFeed wurde 2006 gegründet, als die Viralität entdeckt wurde. Als quasi entdeckt wurde, wir können Inhalte schaffen, die Menschen gezielt anderen weiterempfehlen und so quasi sehr viel Aufmerksamkeit auf uns bündeln und damit wieder quasi mehr Zugang zu dieser Öffentlichkeit haben und mehr zu lenken. Alle diese Unternehmen haben nur das Ziel, dass wir länger ihre Inhalte konsumieren. Letztendlich, damit wir ihre Werbung sehen, denn nur durch diese Werbung werden sie bezahlt. BuzzFeed ist nur ein Beispiel. Ich fand einfach diese Titelzeile so schön für alle, die trotzdem mitreden wollen. Was wir dort haben, nennt man unter anderem Rabbit Holes oder Bubbles oder was auch immer. Es gibt viele Begriffe dafür und wer hat noch nicht die spannenden Videos darüber gesehen, dass die Erde doch tatsächlich flach ist, ja. Über viele Jahrhunderte wurden wir von gemeinen Physikern hinters Licht geführt, die uns erklären wollen, die Erde sei flach. Wir kennen auch solche Einflussgrößen wie Alex Jones, der mit der Seite Infowars auch seit gewisser Zeit Aufmerksamkeit auf sich bündelt. Und dort, ich habe da mal nach den Top 5 gegoogelt, unter anderem die These vertritt, die Regierung verfüge über Wetterwaffen. Es gäbe Chemikalien im Wasser, die dafür sorgen, dass die Frösche homosexuell werden. Als wäre das ein Problem. Robert Mueller, der diese Investigation gegen Donald Trump geleitet hat, sei ein Dämon und ein Pädophiler. Eine Schießerei in einer Schule, bei der mehrere Menschen gestorben sind, sei gefälscht gewesen, was über viele Jahre noch Terror für die Hinterbliebenen bedeutet hat und auch heute noch bedeutet. Und Hillary Clinton hatte nichts Besseres zu tun, als einen Kindersexring aus einer Pizzeria zu leiten. Natürlich, Außenministerin der USA hatte natürlich noch relativ viel Zeit übrig. Außerdem inzwischen wirklich lebensbedrohliche Verschwörungstheorien, die uns Impfgegner erzählen. Ja, wir haben als Menschheit erst 1796 mit Impfungen gegen Pocken diese Krankheit irgendwie eingrenzen können. 1885 die Tollwut, eine generell tödliche Krankheit, in den Griff bekommen und erst so wirklich 1923 bis 1992, relativ kurzer Zeitraum, die Älteren von Ihnen erinnern sich vielleicht sogar noch dran, haben wir eine ganze Reihe an fürchterlichen Krankheiten von diesem Planeten geschafft. Ja, wir sind vorher an einfachen Infektionskrankheiten gestorben und diese Menschen sammeln nun Thesen, die dafür sorgen, dass das wieder ein Problem ist. Ja, wir haben wieder Masernerkrankungen, weil irgendwo in die Welt gesetzt wird, dass diese wissenschaftlichen Erkenntnisse irgendwie von Nachteil für uns wären. Und ich glaube, schon 500 vor Christus hat Pythagoras zum ersten Mal die These vertreten, dass die Erde eine Kugel ist. Und diese These ist relativ gut gealtert. Wir sehen das, wenn wir heute darum fliegen, um diese Kugel. Trotzdem gibt es wieder mehr Menschen, die grundsätzliche Prinzipien der Wissenschaft in Zweifel stellen. Und wir fragen uns, wieso? Einerseits beschuldigen wir Social Bots, also automatisierte Software, die mit uns spricht. Und weil ich schon viel zu lange rede, reden wir da gleich drüber. Wir beschuldigen Social Bots. Und es gibt irgendwelche Umfragen, wo immer mehr Menschen sagen, ich habe Angst vorm Internet, ich habe Angst vor Social Bots. Und dann fragt man sie, haben sie denn schon mal einen gesehen? Und dann sagen die nein. Wenn man Forscher fragt, ob die schon mal einen gesehen haben, dann sagen die ja. Und dann kommt Michael Krall, der einzige seriöse Forscher zu diesem Teil. Nee, ist nicht der einzige, aber einer der wenigen seriösen Forscher. Luca Hammer ist ein anderer. Es gibt noch einige weitere seriöse Forscher. Entschuldigung. Aber und sagt, ich habe auch noch keinen gesehen. Und alle Studien dazu sind Unsinn. Und trotzdem wird dieses Thema die ganze Zeit geritten, auch übrigens unter Intellektuellen. Größeres Problem als Social Bots eindeutig Cambridge Analytica. Was hat Cambridge Analytica gemacht? War ein kleines Unternehmen zu Beginn. Die haben Psychologietests den Menschen auf Facebook angeboten. Und um diese Tests mitzumachen, mussten die Leute quasi den Zugriff auf ihr Profil freigeben. Die Daten, die in dem Facebook-Profil drin sind. Und das ist relativ viel. Und danach hat einem Cambridge Analytica gesagt, okay, deine Persönlichkeit ist ungefähr so. Total interessant. Haben ein paar Millionen Leute gemacht.
Und Cambridge Analytica hatte dann genug Daten über diese Menschen, um ihre politischen Werthaltungen prognostizieren zu können und quasi sagen zu können, okay, diese Person wählt eher Donald Trump, diese Person wählt eher Hillary Clinton. Und dann haben sie dafür gesorgt, dass Hillary Clinton-Fans möglichst Werbung, Wahlwerbung und Informationen bekommen haben, die sie davon abhält, Hillary Clinton zu wählen. Was am Ende auch funktioniert hat. Das ist ein riesiges Problem. Das wurde in den letzten Jahren wild und laut diskutiert. Denn was Cambridge Analytica hier getan hat, ist gegen die AGBs von Facebook zu verstoßen. Denn sie hätten für diese Informationen zahlen müssen. Ja? Sie haben die aber jetzt einfach kostenlos gesammelt und das war nicht in Ordnung von Cambridge Analytica. Sie hätten sich hinten anstellen müssen, wie jeder andere auch, bezahlen müssen. Das ist das einzige Problem. Natürlich ist es auch ein Problem, dass das stattgefunden hat. Aber das ist nicht das Problem von Cambridge Analytica, sondern das ist das Problem, dass wir überhaupt so etwas wie Facebook zugelassen haben. Denn Facebook nutzen viele Menschen seit vielen Jahren und haben überhaupt gar kein Problem damit, dort irgendwelche Schuhe, irgendwelche Beauty-Tipps oder sonstiges zielgeschneidert auf ihre Persönlichkeit angeboten zu bekommen. Aber sie haben plötzlich, entdecken wir, dass politische Einflussung damit auch möglich ist und plötzlich wird es zum Problem. Aber wir diskutieren nicht darüber, dass Facebook das Problem wäre, sondern wir diskutieren darüber, dass Cambridge Analytica das Problem sei. Übrigens erfolgreich, denn Cambridge Analytica gibt es inzwischen nicht mehr. Deswegen möchte ich hier Facebook als Problem thematisieren, in der Hoffnung, dass es Facebook irgendwann auch nicht mehr gibt. So, was hat passiert? Worin befinden wir uns jetzt also heute? Wir befinden uns in einer Krise der Glaubwürdigkeit. Wir haben einerseits Fakten. Und hier ist es wichtig, einmal wissenschaftlich über ein Phänomen nachzudenken. Wir haben Fakten. Ob wir diese Fakten kennen oder nicht, das ist Wissen. Es gibt auf jeden Fall auf dieser Welt mehr Fakten, als wir wissen können. Und getrennt davon gibt es Bewertungen und Meinungen. Also ist das, was ich hier weiß, ist das gut oder schlecht? Muss man da was dran ändern? Oder ist das ein guter Zustand, der nicht beklagenswert ist? Und dann gibt es noch Emotionen. Emotionen sind das, was wir möglichst bei jeder rationalen Entscheidung unterdrücken müssen. Zum Beispiel, ich fürchte mich vor Menschen mit anderen Hautfarben. Das ist eine Emotion, das ist kein Fakt. Weil es keinen Grund gibt, sich vor Menschen mit anderen Hautfarben zu fürchten. Und wenn es einen gibt, dann müssen wir den Grund eliminieren und nicht die Menschen mit anderen Hautfarben. Das Problem ist, dass viele Menschen den Unterschied zwischen Fakten, Meinungen und Emotionen nicht kennen. Und das führt dazu, dass viele Menschen leider nicht mehr wissen, was Wahrheit ist und woher sie Wahrheit beziehen sollen. Es gibt im Prinzip zwei Ansätze, auf die Frage zu antworten, was kann ich glauben? Der eine Ansatz ist letztendlich Vertrauen. Wir glauben etablierten Institutionen. Wir glauben dem Wetterbericht, weil der Wetterbericht bis jetzt immer so schön das Wetter vorhergesagt hat. Deswegen glauben wir, dass es ihm vielleicht auch morgen noch einmal gelingt. Wir glauben der katholischen Kirche, weil wir glauben, dass sie von Gott gegeben ist und dass alles, was die katholische Kirche sagt, schon irgendwie ihren Grund hat. Ja? Also ein Ansatz, der teilweise trägt, teilweise nicht. Was sehr viel besser wäre, ist Bildung. Wir sammeln Vorwissen, wir informieren uns vielseitig, wir prüfen Fakten. Das können wir aber nicht mit allen Fakten tun, also brauchen wir auch immer wieder Vertrauen in irgendwelche Institutionen. Kommen wir darauf zurück, was dieses Unvermögen, was wir in der größeren Menge der Menschen haben, uns jetzt eingebrockt hat, diese Krise der Glaubwürdigkeit. Wir haben inzwischen eine kleine Slideshow an demokratisch gewählten Volksvertretern. Fangen wir an mit Donald Trump, der mit dem Versprechen, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen, Menschen für sich begeistern konnte. Übrigens niemals gewählt wurde. Ja, er hat ja nicht die Mehrheit der Wählerinnen auf sich vereinigen können, aber er kannte einfach das System gut genug und wusste, welche Minderheit der Wählerinnen er auf sich vereinigen muss, um im Wahlmännersystem trotzdem zu gewinnen. Großbritannien inzwischen durch den Brexit geführt von Boris Johnson. Auch da
wahrscheinlich in guter Hand, auch wenn wir alle das nicht wirklich wissen. Dann in Brasilien kürzlich gewählt, Herr Jair Messias Bolsonaro, der sich darüber kaputt lacht und es für ein entscheidendes Kriterium hält, dass seine Frau besser, schlechter oder anders aussieht oder im Zweifelsfall einfach nur jünger ist als die Frau von Herrn Macron. Und wir alle wissen, dass das natürlich die wichtigste Auseinandersetzung ist in der Frage darum, wie im Amazonasgebiet die Umwelt geschützt wird oder nicht. Und auch wir haben inzwischen einige gewählte Volksvertreter, die, sagen wir mal, mit Bildung und Forschung nicht ganz so ernst nehmen, zum Beispiel den Klimawandel leugnen oder sonstiges. Also, und ich komme zum Ende, wir haben ein Problem, aber wir scheinen keine Ahnung zu haben, welches Problem wir haben. Wir haben einen Zugang zu einer unendlichen Menge an Informationen, wissen damit aber nicht umzugehen. Das Vertrauen in die Politik wurde nachhaltig verspielt und das hat die Politik sehens gemacht und das hat sie gezielt gemacht. Und es gibt auch keinen Grund, den Politikern zu vertrauen, die unser Land in vielen Jahren regiert haben und viele andere Länder in vielen Jahren regiert haben. Die haben sich dieses Misstrauen schwer verdient und viel dafür getan. Das Problem ist, würden wir jetzt irgendwie mit Zensur agieren, würden wir das akkumulierte Misstrauen nur noch stärken. Wir dürfen auch nicht aus den Augen verlieren, früher war auch scheiße. Der eingeschränkte Zugang zu Informationen hat uns auch nicht zu einer besseren Welt geführt. Also wir sind, und das ist mir wichtig, immer noch auf dem richtigen Weg mit unserem Internet und dem freien Zugang zu Informationen. Aber fundamentale Voraussetzungen der Demokratie geraten jetzt ins Wanken. Wir müssen irgendwie das Vertrauen wiederherstellen. Dafür brauchen wir vertrauenswürdige Vertreterinnen, seriöse Vertreterinnen. Und wir müssen, hätten es schon längst tun müssen, die Investitionen in die Bildung intensivieren. Es hat sich nicht unbedingt als die korrekte Idee herausgestellt, die Existenz des Internets vor Schülerinnen und Schülern so lange wie möglich geheim zu halten. Ich habe selber noch Zeiten erlebt als Schüler, in der das quasi das Nutzen von Wikipedia verboten war, weil die Lehrerinnen und Lehrer diesen Wikipedia nicht getraut haben, weil da konnte ja jeder reinschreiben, also könnte da jeder kommen. Wir müssen aber auch, und das ist das weitere Entscheidende, die Konzentration von Macht verhindern. Wenn wir uns nochmal dieses Flowchart in Erinnerung rufen, die Öffentlichkeit, die unsere Demokratie als Korrektiv kontrollieren soll, die ist jetzt in den Händen einiger weniger Konzerne, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Wir müssen dieser Machtkonzentration entgegenwirken, wir müssen dezentralisieren und dieses Geschäftsmodell Aufmerksamkeit müssen wir irgendwie wieder eindämmen. Und dann können wir informiert und frei wieder rational hoffentlich dafür sorgen, dass dieser Planet dieses Jahrhundert vielleicht auch noch überlebt und wir den nicht einfach mit ein paar Regenwaldbränden und ein paar Autos in kürzester Zeit erledigen. Damit bin ich mit meinem 15-minütigen Einführungsvortrag am Ende angelangt und danke für Ihre Geduld oder eure Geduld. Ja, vielen, vielen Dank für diesen Vortrag. Facebook abschaffen ist mir gerade so im Kopf gewesen. Eine Frage an euch. Wer ist bei Facebook? Hände hoch bitte. Da flunkert aber jetzt einige. Diejenigen, die sich jetzt nicht melden, wisst ihr, dass Instagram Facebook gehört? Ja. Und da seid ihr auch nicht? Ja. Okay, erstmal, wer ist bei Instagram oder Facebook? Oder WhatsApp. Ja, das heißt, es ist offensichtlich ein Thema, was uns hier alle im Raum betrifft. Auch viele Menschen wahrscheinlich in unserer unmittelbaren Umgebung, Freundinnen, Familie. Das ist meine Frage,
warum sollten wir uns jetzt für solche Phänomene wie, das Cambridge Analytica angesprochen, die haben irgendwas mit der Wahl gemacht, bei der letzten US-Wahl gemacht, bei Trump, warum sollten wir uns dafür interessieren? Es gibt so viele Dinge, die du gerade erzählt hast, das sind wieder diese Überlastung oder Überladung von Informationen. Warum sollten wir uns dafür interessieren? Ich kann nur versuchen, euch dafür zu interessieren. Ich weiß, dass ich mit lustigen Katzenvideos konkurriere und in der Regel verliere. Aber vielleicht ist einigen hier ja doch noch so ein bisschen was an der Zukunft gelegen. Ja? In der müssen wir ja alle leben, wie Einstein uns schon erklärte. Und ich denke, dass wir nicht leichtfertig aufgeben dürfen, was wir an diesem Gesellschaftssystem der Demokratie für uns gewonnen haben. Wir können sehr gerne, ich habe das ja eingangs gesagt, wer in einem anderen Gesellschaftssystem mit mehr Machtkonzentration leben möchte, kann das ja sehr gerne ausprobieren. Dann aber möglichst in einem Land, in dem nicht ich lebe. Ja, ich halte das für eine besondere Errungenschaft, die wir auch in Deutschland noch nicht besonders lange haben, diese Demokratie. Und dafür sind Generationen von Menschen gestorben, unglücklich gestorben, und es ist immer noch das, mit all seinen Mängeln und Problemen, ist es immer noch das beste Gesellschaftssystem, was wir bisher haben. Vielleicht denken wir uns irgendwann ein besseres aus, aber ich denke, oder eine bessere Möglichkeit, Demokratie zu organisieren, aber ich denke aus verschiedenen Gründen, dass es das beste Gesellschaftssystem auf jeden Fall ein demokratisches sein wird. Und das liegt nicht nur daran, dass Freiheit ein Wert für sich ist, sondern auch daran, dass ich glaube, dass dauerhaft in einer Demokratie der meiste Fortschritt, für das meiste Positive erlangt werden kann, was in einer Diktatur im Zweifelsfall nicht der Fall ist. Du hattest auch erwähnt, dass Aufmerksamkeit Macht bedeutet heute. In diesem Zusammenhang hattest du quasi in einem Nebensatz erwähnt, es gibt sowas wie Social Bots. Auch hier eine kurze Frage, wer von euch hat schon mal was von Social Bots gehört? Ja, genau. Dann wäre meine Frage an dich, was sind Social Bots und welche Gefahren siehst du von Social Bots für diese Demokratie, von der du gerade gesprochen hast? Also wenn wir uns diese Social Networks mal anschauen, das, was diese Social Networks so interessant gemacht hat, ist, dass sie uns das Interagieren mit Menschen am anderen Ende des Planeten ermöglichen. Dass wir vielleicht dort vieles erfahren, irgendwie Witze erzählt bekommen, lustige Bilder bekommen. Die Social Networks greifen uns bei einem Urinstinkt, das ist die Kommunikation mit anderen Menschen, der Austausch mit anderen Menschen, das Zugehören zu Gruppen. Und sehr schnell haben Werbetreibende verstanden, dass quasi tatsächliche Menschen, die Empfehlung eines Menschen, das Gespräch mit einem Menschen, für uns sehr viel vertrauenserweckender sind als beispielsweise klassische Werbung. Ja, ich gehe zum Beispiel aus verschiedenen Gründen, gehe ich nicht zu Ärzten, die mir nicht empfohlen wurden. Ärzte können und Ärztinnen können also so viele Plakate dahin hängen, wo ich wohne, wie sie wollen. Wenn mir irgendein anderer Mensch, dem ich halbwegs vertraue, sagt, pass mal auf, diese Ärztin hat mein Knie sehr gut repariert, dann gehe ich zu dieser Ärztin. Und das hat natürlich Werbetreibende sehr schnell interessiert. Und diese Überlegungen, Menschen vorzutäuschen, das technische Vermögen dazu, gibt's schon relativ lange mit Computern. Ich denke, so in den 60er Jahren wurde das erstmals halbwegs vernünftig getan. Jetzt sind Social Networks so schnell und so schnelllebig, und uns fehlen viele, sagen wir mal, nonverbale Indikatoren. Wenn wir mit Menschen sprechen, nehmen unsere Gehirne relativ viel wahr, wie die Menschen schauen, weggucken, so ein bisschen ungeduldig nicken und sagen, ja, komm, mach mal ein bisschen schneller. Oder vielleicht mir nicht glauben oder so. Ich habe Sympathie, kann ich entwickeln. Und in diesen Social Networks ist alle unsere Kommunikation und sehr viel davon beschnitten. Dafür gibt es einiges weniges, was wir mehr haben. Zum Beispiel Likes und Retweets. Die Währung, die soziale Währung in diesen Social Networks, wie wir daran merken, dass uns die ganze Zeit irgendwelche
Instagram-Influencer anmelden oder YouTube-Influencer anmelden. Wir mögen doch Ihren Kanal abonnieren oder das Video liken, damit da eine größere Zahl steht. Und die Überlegung war natürlich jetzt zu sagen, wie können wir in diesem System agieren, wie können wir dort Dinge tun, möglichst auch automatisiert, um davon zu profitieren, dass die Leute denken, sie würden damit Menschen sprechen. Und genau das ist ein Social Bot, nämlich ein Account, der nicht wirklich von einem Menschen, der an der Tastatur sitzt und sich die Mühe macht, etwas zu tippen, bedient wird, sondern von einem Computerprogramm. Wie ich ja schon sagte, Computer können universell programmiert werden, also kann ich meinen Computer auch programmieren, auf meinem Twitter-Account beispielsweise automatisiert auf bestimmte Tweets zu antworten. Ja? Und das ist relativ einfach, weil ich es selber kann. Ich kann selber mir die Informationen über beispielsweise die Twitter-Schnittstelle geben lassen. Ich kann dort eine Suche durchführen und ich kann automatisiert twittern. Und einige von uns tun das beispielsweise auch vielleicht sogar unbewusst. Ich habe beispielsweise einen Social Bot, der, wenn ich in meinem Blog einen Artikel schreibe, einen Tweet über meinen Account absetzt. Ich habe einen Social Bot, einen automatisierten Post, der, wenn ich einen neuen Podcast veröffentliche, diese Episode twittert. Ich könnte aber genauso gut sagen, wenn jemand einen Hashtag twittert, der mir nicht gefällt, der darauf deutet, dass diese Person vielleicht eine politische Gesinnung hat, der ich nicht angehöre, dass diese Person automatisiert mit anderen Informationen Das war der falsche Klingel. So, alle wieder wach, ja? Ja, so funktioniert Aufmerksamkeit und Macht. Funktioniert mein Mikrofon noch? War es überhaupt mein Mikrofon? Ja, funktioniert. Ich könnte aber beispielsweise dafür sorgen, dass eine Person, deren politische Haltungen, Werthaltungen, die nicht genehm sind, mit anderen Informationen versorgt wird. Und das automatisiert und koordiniert zu tun, das wird vermutet, dass es interessierte Gruppen sind, die das tun, die also Social Bots sammeln und diese Accounts pflegen und dafür sorgen, dass sie den Eindruck vermitteln, echte Menschen zu sein und dann nicht nur über einen Social Bot verfügen, sondern von mir aus über Hunderte oder Tausende oder Zehntausende. Das ist ein bisschen Fleißarbeit, so sich sowas zusammenzustellen. Man kann dann eben dafür sorgen, was weiß ich, dass den Menschen, die diese sozialen Netze suchen, der Eindruck vermittelt wird, dass die Öffentlichkeit andere Werthaltungen vertritt, als vielleicht in den Medien wahrgenommen wird. Interessanterweise brauche ich aber gar nicht so viele Millionen oder Hunderttausende Accounts, um diesen Effekt zu erzielen. Letztendlich reichen eigentlich für diesen Effekt diese Rabbit Hole Effekts und ein paar Facebook-Gruppen, in denen sich Leute aufhalten, die das Gleiche denken. Und insofern wird der Effekt solcher Social Bots auf die Meinung von Menschen massiv überbewertet und das lässt sich auch sehr einfach daran illustrieren, dass ich ja gerade sagte, wir haben 16 Stunden Aufmerksamkeit am Tag, davon geben wir von mir aus 2 Stunden oder 4 Stunden Facebook, Twitter, Instagram und so ein Social Bot ist dann eben auch nur einer von sehr vielen Accounts, die wir dort wahrnehmen. Insofern ist mit relativ einfacher Mathematik festzustellen, dass der Einfluss von Social Bots relativ gering ist, während der Einfluss von, sagen wir mal, Werbetreibenden und den Menschen, mit denen wir interagieren und den Influencern, denen wir folgen, ungleich sehr viel größer ist. Das heißt, und dann würde ich die Runde auch gleich an das Publikum übergeben, das heißt, wir werden ja voraussichtlich 2021 oder früher die nächste Bundestagswahl haben. Wie groß schätzt du die Gefahren ein, auch dass wir hier in Deutschland, du meinst eben gerade
Gefahren sind, können gering sein. Auf der anderen Seite werbetreibende Unternehmen, die Gefahr könnte größer sein. Also für wie real hältst du die Gefahr für die nächsten Bundestagswahlen zum Beispiel, dass Meinungen massiv auch hier manipuliert und beeinflusst werden, wie es vielleicht auch schon anderswo passiert ist? Also die Gefahr ist, es ist keine Gefahr, es ist eine Tatsache, dass Meinungen manipuliert werden und geformt werden. Das ist auch schon immer so gewesen und alle Zeitungen, alle Fernsehsender versuchen, das zu tun in irgendeine Richtung. Und die dort Werbetreibenden auch, sei es, damit wir ihre Produkte kaufen, sei es, damit wir bestimmte Parteien wählen. Also natürlich ist all das Manipulation. Im Sinne von dem Versuch, das Verhalten von Menschen in irgendeiner Form zu beeinflussen. Insofern ist es jetzt auch nichts Neues, dass das versucht wird. Meine Sorge gilt eher der Frage, wie transparent das noch ist. In der alten Welt konnten wir wenigstens sehen, dass, was weiß ich, für irgendwelche Waschmittel, für irgendeinen Waschmittelhersteller geworben wurde. Und wir haben viel versucht, um zum Beispiel Zuwendungen an Parteien, monetäre Zuwendungen an Parteien irgendwie einer Kontrolle zu unterwerfen, nur um dann zu sehen, dass irgendeine Partei, nennen wir sie AfD, um ein arbiträres Beispiel herauszugreifen, natürlich versucht, diese Spendenherkünfte zu verschleiern und effektiv in einem riesigen Skandal steckt, wo eben hohe Summen an diese Partei gespendet wurden, von Einzelspendern aufgestückelt wurden und das Geld gewaschen wurde und die Herkunft dieser Spenden verschleiert wurde. Interessant ist, kräht eigentlich kein Hahn nach. Ja? Und das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr, dass wir letztendlich uns lieber mit jedem Müll zu ballern lassen und die wirklichen Probleme dieser Welt, die eben doch ein bisschen komplexer sind als sich in 30 Sekunden oder 30 Screenshots erklären lässt, außer Acht lassen, weil unsere Gehirne darauf trainiert sind, einfach komplexe Zusammenhalte nicht mehr zu erfassen und sind zum Beispiel nicht damit auseinanderzusetzen, dass der menschengeformte Klimawandel eine Realität ist und wir kurz davor stehen, diesen Planeten mithilfe der Sonne zu grillen. Und uns eher damit zufrieden geben, dass eine gewählte Europaparlamentarierin zu dem Zeitpunkt, Beatrix von Storch, erzählt, dass es warm wird, liegt an der Sonne und nicht an den Treibhausgasen. Ja, und Menschen, die eben sich mit einer, die darauf trainiert wurden, nur noch wenig Informationen komprimiert wahrzunehmen, denen reicht das, weil das einfacher ist, weil es intuitiv naheliegend ist, weil ich auch gerade ein bisschen Sonnenbrand auf der Nase habe und der kommt von der Sonne. Ja, also kann Beatrix von Storch hier für mich schlüssig argumentieren. Und die Frage, die Gefahr ist eigentlich nur, wie vereinfacht und wie blöd und auf welchem niedrigen Niveau schaffen Kräfte es, den politischen Diskurs zu drücken, und damit zu verhindern, dass wir uns zum Beispiel mal mit den Cum-Ex-Skandalen auseinandersetzen, wo eine Horde Krimineller den Staat um nicht Steuern hinterzogen hat, sondern Steuern vom Staat gestohlen hat. Die haben sich Steuererstattungen geben lassen, die ihnen nicht zustanden. Ja, das sind Kriminelle. Und das hat irgendwie, wurde einen Tag lang geklickt. Und dann hat man gesagt, ja, wussten wir doch genau, die da oben machen, was sie wollen, jetzt dafür endlich AfD. Ja, das ist ungefähr das, was das Niveau, auf dem der politische Diskurs jetzt noch stattfindet. Und das ist das Problem, wenn dieses Niveau gewahrt wird, wenn wir es nicht schaffen, wieder eine politische Kultur zu etablieren, dann gehen wir noch in ganz andere Pfade als das kleine bisschen, was ich jetzt hier mal skizziert habe. Und das ist die Gefahr, vor der wir stehen, dass wir eben nicht mehr informiert und in Ruhe uns mit politischen Themen auseinandersetzen. Ja, vielen Dank. Das heißt, wir befinden uns jetzt quasi an einem Wendepunkt oder an einem ganz kritischen Punkt auch in unserer politischen Kultur. In diesem Sinne möchte ich jetzt an Sie, an euch die Möglichkeit eröffnen, Fragen zu stellen.
Ja, am besten durch ein kurzes Handzeichen, dass ich einen kleinen Überblick bekomme. Stellt euch dann am besten kurz mit eurem Namen vor, damit wir wissen, auch wer ihr seid. Und versucht die Zeit der Fragen möglichst übersichtlich zu behalten, sodass jeder hier die Chance hat zu sprechen. Ja, bitte. Hallo? Hallo, magst du kurz aufstehen? Magst du kurz aufstehen? Ich bin Marti und wollte fragen, wie Sie so die Zukunft von Big Data sehen oder auch wie sich das auch ausweiten wird oder ob das jetzt so bleibt oder ob das noch schlimmer wird, ob die jetzt die amerikanischen Konzerne noch mehr Macht bekommen oder so. Also die Zukunft von Big Data ist auf jeden Fall dergestalt, dass das als Geschäftsmodell, als dass es jetzt einige Unternehmen immer noch glauben, vielleicht aufbauen zu können, dass das letztendlich ein abgefahrener Zug ist. Diese Daten sind jetzt in den Händen dieser wenigen Konzerne und es wird schwer sein, sie denen wieder zu entreißen, weil sie diese Daten ja auch nutzen können. Also die können ja damit auch politisch agieren. Das, was man üblicherweise tut, wenn Unternehmen zu viel Macht auf sich akkumulieren, ist, diese Unternehmen zu zerschlagen. Irgendjemand tritt hier, immer wenn ich zu radikal wäre, tritt hier jemand an. Also man versucht, das hat nicht nur eine politische Dimension, sondern auch eine wirtschaftliche, weil wir letztendlich davon ausgehen, dass wenn ein Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung hat, es also niemanden mehr gibt, der ernsthaft mit diesem Unternehmen konkurrieren kann, dass das schlecht ist für den Wettbewerb. Und den Wettbewerb haben wir entschieden, den finden wir gut. Und deswegen versuchen wir dann durch Zerschlagung wieder Wettbewerb herzustellen. Ich denke, dass das eine der Methoden ist, die hier Anwendung finden sollten und müssten. Dass also diese Unternehmen zerschlagen werden, um quasi diese Macht, die diese Unternehmen haben, über ihren eigenen Markt, aber eben auch über diese Demokratien irgendwie wieder einzugrenzen. Es gab den Versuch, mit der Datenschutzgrundverordnung diese Geschäftsmodelle irgendwie einzuschränken und zu hindern. Wir müssen im Zweifelsfall zugeben, dass das vielleicht für ein bisschen Transparenz gesorgt hat, aber nicht unbedingt dafür, dass diese Geschäftsmodelle verhindert oder eingeschränkt werden. Insofern, es ist eine Zukunftstechnologie, viele Daten zu haben, und es gibt einige wenige Unternehmen, die sehr viele Daten haben. Wir können uns jetzt eben darüber Gedanken machen, das irgendwie einzuschränken, und wir werden es am Ende im Zweifelsfall nur durch Zerschlagung in irgendeiner Form nennenswert schaffen. Und diese Zerschlagung wird, weil diese Macht sich immer weiter konzentriert, im Zweifel regelmäßig wieder stattfinden können. Was aber gleichzeitig passiert, ist, dass diese Unternehmen inzwischen wissen, dass sie die Zeit, die Menschen an ihren Geräten verbringen, erschöpft haben. Also wir kriegen immer Kopfschmerzen von unseren Smartphones, wir wollen auch mal irgendwann was anderes machen, und die Aufmerksamkeit, die wir am Bildschirm noch von den Menschen abzapfen können, ist erschöpft. Inzwischen greifen diese Unternehmen also zu der Zeit, zu der wir nicht auf Bildschirme drücken, auf Bildschirme schauen. Deswegen bieten sie uns jetzt an, diese Lautsprecher, die wir uns ins Wohnzimmer stellen sollen, mit denen wir sprechen, und die dann quasi Antworten bekommen oder die spielen Musik oder sonstiges. Also weitere Sensoren, weitere Datenquellen zu schaffen. Sie geben uns irgendwelche Türklingeln mit Kameras nach draußen und sie navigieren unsere Autos. All das eben Bestrebungen, noch mehr personenbezogene Daten zu sammeln aus Bereichen, in denen sie klassisch von diesen Unternehmen noch nicht erfasst wurden. Das heißt, die machen sich jetzt neue Datenfelder zugänglich. Ja, bitte. Ja, ich bin Birgit. Hört man mich?
Es gibt ja jetzt so auch die Ideen, dass durch diese künstliche Intelligenz immer mehr Arbeitsplätze wegfallen, immer mehr auf intellektuelle Prozesse automatisiert werden. Letztendlich führt es ja dazu, dass Bildung gar nicht mehr so notwendig ist gesellschaftlich, weil die Maschinen sehr viel davon übernehmen können, was man sich früher hart im Studium erarbeiten konnte. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite bin ich ganz bei dir, wo ich auch sage, eigentlich können wir überhaupt Demokratisierung und so weiter nur über Bildung noch erlangen. Mit diesen beiden Polen, die sich da oft und hier auch gegeneinander arbeiten, wo denkst du, ist denn da wirklich der Ansatzpunkt, auch der in unserer Gesellschaft, also in Deutschland, der Punkt, wo müssen wir aktiv werden, wo müssen wir unterstützen, damit das auf der richtigen Seite hintippt und nicht auf die andere? Also künstliche Intelligenz ist ja aktuell noch etwas, wonach gestrebt wird. Ich will jetzt nicht so viel über künstliche Intelligenz reden. Ist auf jeden Fall Fakt, dass künstliche Intelligenz sehr viele Daten braucht, damit sie lernen kann, weil künstliche Intelligenz oder das, was wir heute als künstliche Intelligenz sehen, letztendlich Systeme sind, die Regeln lernen auf Basis von Daten. Klassische Programmierung, da hatten wir im Prinzip Daten und ein gewünschtes Ergebnis, was auf Basis von Regeln herbeigeführt wurde. Heute haben wir Daten über Ergebnisse und künstliche Intelligenz lernt die Regeln, die dazu geführt haben. Und so schaffen wir es tatsächlich, Autos fahren zu lassen, Verhalten zu prognostizieren. Und das ist eine Technologie, die sehr viel tun kann. Weiterhin wird Automatisierung, um jetzt mal von dem Begriff der künstlichen Intelligenz wegzukommen, dadurch auch immer besser. Also der Beruf des Kraftfahrers wird wegfallen. Viele Menschen werden deshalb arbeitslos werden oder vielleicht auch keine berufliche Aussicht mehr haben. Eine Möglichkeit wäre zu sagen, okay, wir bauen deshalb jetzt den Staat um und sorgen für diese Menschen. Ja? Sorgen dafür, dass sie einen Sinn in ihrem Leben haben. Eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, okay, da müssen wir jetzt für diese Menschen sorgen, dass es Tätigkeiten für die gibt. Denn ich weiß nicht genau, ob es ein Vorteil, Nachteil oder einfach nur, sagen wir mal, ein Symptom unseres Gesellschaftssystems ist, dass wir Menschen Wert geben. Und dieser Wert hängt sehr konkret davon ab, wie die zu dieser Gesellschaft beitragen. Und wir machen denen das Versprechen. Und wenn wir Menschen danach bewerten, dann müssen wir ihnen auch das Versprechen machen, dass sie einen Job in unserer Gesellschaft finden können. Wir sagen, okay, pass auf, du kannst... Also ich möchte jetzt nicht damit meine eigenen Werte ausdrücken, sondern im Prinzip die Versprechen unserer Gesellschaft. Die Gesellschaft sagt, du kannst, jeder Mensch, der hier antritt, geboren wird, kann werden, was er oder sie möchte, muss sich nur anstrengen. Du kannst Professorin werden, du kannst Astronautin werden. Gut, am Ende haben wir nur eine Astronautin, aber du hast eine Chance, das zu werden. Die Astronautin ist dann eben die Beste. Und wenn du nicht Astronautin geworden bist, dann bist du eben nicht die Beste gewesen. Und genau in dieser Auswahl ist natürlich schon die Kategorisierung drin, wo eben gesagt wird, okay, wir haben relativ viele, sagen wir mal, Personen, die an der Kasse kassieren, wir haben aber nur eine Astronautin, also ist diese eine Astronautin irgendwie in einer privilegierteren, erstrebenswerteren, also wertvolleren Position als die Personen, die kassieren. Und die Personen, die noch nicht mal kassieren, die sind zu faul oder zu dumm, um irgendwie einen Job zu bekommen und deswegen blicken wir auf sie herab. Gleichzeitig können wir dieses Versprechen nicht für alle Menschen halten. Wir haben immer mehr Tätigkeiten, die ehrlich gesagt nach meiner Wertschätzung für Menschen wahrscheinlich sogar menschenverachtend sind und eigentlich könnten wir froh sein, wenn Menschen diese Tätigkeiten nicht mehr ausüben müssten. Eigentlich blicken wir also in eine schöne Zukunft, in der wir eine ganze Menge beschissener Tätigkeiten Menschen nicht mehr zumuten müssen. Das einzige Problem, was wir jetzt noch lösen müssen, ist, dass die Menschen, die diese Tätigkeit dann nicht mehr verrichten müssen, nicht unzufrieden sind, damit sie nicht denken, ah Mist, ich habe keinen Job, die Maschine hat mir die weggenommen, beziehungsweise im Zweifelsfall würden sie dann sagen, ein Ausländer oder eine Ausländerin hat mir diese Tätigkeit weggenommen, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, ich muss also jetzt irgendeine Minderheit hassen, um meine eigene Misere auf diese Menschen zu projizieren. Und das ist tatsächlich, hängt davon ab, was wir Menschen in ihrem Leben versprechen und was wir Menschen sagen und vermitteln und auch wirklich als Chance geben,
ein akzeptiertes Mitglied dieser Gesellschaft zu sein, das irgendwo auch die Chance hat, diese Gesellschaft mitzubestimmen, zu gestalten, zu betreiben und gehört zu werden. Und wir haben einen wachsenden Anteil Menschen, den wir die ganze Zeit nur vermitteln, pass mal auf, du bist wertlos, du hättest dieses oder jenes tun müssen, hast du aber nicht, deswegen bist du jetzt wertlos, deswegen blicken wir auf dich herab. Und diese Menschen spüren und wissen ganz genau, dass sie niemals eine Chance hatten, etwas anderes zu werden in dieser Gesellschaft als das, was sie jetzt sind. Nämlich in irgendeiner Form aussortiert, als wertlos wahrgenommen und in dieser Gesellschaft benachteiligt. Und solange wir das tun, wird es auch so weitergehen, dass diese Menschen Rachegelüste entwickeln. Wenn wir Glück haben gegen diejenigen, die es ihnen eingebrockt haben, wenn wir Pech haben gegen andere. Ja. Vielen Dank. Wir haben jetzt 2 Fragen, kann ich? 3 Fragen? 4 Fragen? 5 Fragen? 6 Fragen? 7 Fragen? 8 Fragen? Das heißt, meine Antworten müssen kürzer werden. Also, genau. Wir haben es jetzt geschafft, einmal von Big Data hinzugehen zu allgemein, was unser gegenwärtiges Wirtschaftssystem mit den Menschen macht und auch wie das mit Teil des Problems ist, wie wir gerade Digitalisierung und die Effekte auf die Demokratie wahrnehmen. 8 Fragen, wir haben jetzt noch ungefähr 11 Minuten Zeit dafür. Wir können ja Fragen sammeln. Wir können ja. Genau, wir fragen, wir sammeln mal am besten Fragen. Fragen wir da an. Genau. Ja, danke. Ich wollte noch was sagen zu den Stichworten Manipulation. Also mir ist aufgefallen bei dem Vortrag, ich hätte mir mehr Informationen gewünscht. Informationen, die aber rüberkam, war ziemlich eindeutig, vor allen Dingen in den Bildern transportiert. Ich bin froh, dass die jungen Leute hier auch Medienanalyse in der Schule haben. Also die Auswahl zu Trump, das waren interessante Bilder. Also das nennt man Ugly Pictures. Auch zu Boris Johnson genauso. Die AfD wurde outgesingelt. Die Bild-Zeitung, also ich denke, da kann man noch durchaus andere Zeitungen nennen, die so operieren, Spiegel Online, Zeit Online. Aber das ist anscheinend die Manipulation, die hier gewünscht war, die die jungen Leute jetzt als Botschaft mit nach Hause nehmen sollen. Ich finde auch interessant, dass der Moderator, der ja sich als progressiver Aktivist versteht, auch tweetet, was das Zeug hält. Also jetzt vor ein paar Tagen ein Sausan Chebi-Tweet, in dem sie behauptet, jeden Tag gäbe es Angriffe auf Flüchtlinge. Wenn man jetzt genauer mal schaut, also das läuft eigentlich unter Fake News, zum Beispiel von 160 Delikten in Brandenburg waren 19 tatsächlich Angriffe auf Flüchtlinge. Der Rest waren Propagandadelikte, Volksverhetzung, Schmierereien, von denen man auch oft nicht weiß, wer die Urheber eigentlich sind. Also ich finde es fast ironisch, dass 2 Leute hier sitzen, die über Manipulation sprechen und offensichtlich die eine Manipulation doch besser ist als die andere. Zwei kurze Rückfragen hätte ich dazu. Erstens habe ich die Frage nicht gehört. Zweitens gab es ja die Bitte, dass Sie Ihren Namen und Ihre Affiliation sagen. Ich will mich jetzt doppelt erklären. Bin ich jetzt aber auf Ihre Antwort gespannt. Also schön, dass Sie nicht auf den Inhalt zuerst eingehen. Mein Name ist André. Ja? Und die Frage ist, ist Ihre Manipulation besser als andere Manipulationen? Nein, und das Wichtige ist, jetzt komme ich, also... Andere, ich hätte Ihre Affiliation natürlich auch noch gerne erfahren, aber ich kann sie mir denken. Das Wichtige ist, diese Manipulation... Auf die Person, auf die Person, was genau. Soll das? Bleiben Sie nur inhaltlich und sachlich, so wie ich auch. Also erstmal bin ich ja jetzt unterbrochen, mir ist wiederholt nicht die Gelegenheit gegeben. Entschuldigung, kurze. Jede Information, die ein Mensch bekommt, wird hoffentlich oder hat das Potenzial, sein Verhalten zu ändern. Insofern ist jeder Mensch, der sich irgendwo hinstellt und einen Vortrag hält, jemand, der versucht, andere zu beeinflussen. Und die junge Dame, die nicht sagt, woher sie kommt, hat sehr gut erkannt, dass ich auch hier in meinen Folien gewisse Präferenzen habe, die Menschen, die primär Hass schüren auf andere, eben nicht betrifft. Ja, meine politischen Präferenzen liegen darin, dass Menschen miteinander umgehen, sachlich und phänomenbezogen oder faktenbezogen sich unseren Auseinandersetzungen nähern. Damit habe ich tatsächlich keine Präferenz für
Personen, die ich nicht für seriöse Vertreterinnen der politischen Zunft halte. Und da habe ich hier eine Auswahl getroffen. Und ich denke auch, dass ihre Gleichstellung zwischen, sagen wir, Spiegel Online und der Bild-Zeitung dann doch etwas erklärungsbedürftig wäre. Aber ich gebe Ihnen sehr gerne den Punkt. Mit diesem Vortrag an im Ort der Stiftung Junges Europa habe ich versucht, Menschen dahin zu mobilisieren, dass es auch noch irgendwann ein altes Europa geben wird und wir nicht den ewig gestrigen zulaufen, die uns mit einfachen Lösungen für komplexe Probleme versuchen zu ködern. Haben wir jetzt die nächste Frage da oben. Könntest du ein bisschen lauter reden? Nach dem kurzen Zwischenruf. Ich bin Johann Keine aus Berlin. Und ich hätte die Frage an lieben Herrn. Sie haben ja viel darüber geredet, wie wir sozusagen jetzt auch eigentlich regelrecht kontrolliert werden und manipuliert werden von den sozialen Medien. Aber wie sieht das im Begriff mit Artikel 13 aus? Weil das hätte ja, wenn man genau den Artikel jetzt nimmt, das würde ja den ganzen Grund von diesen großen Firmen eigentlich wegnehmen. Ich würde ja sagen, alles, was auf dieser Plattform passiert, könnte ja gegen sie verwendet werden. Und viele haben ja daraus geschlussfolgert, dass das sozusagen das Verlassen der Firmen aus Europa eigentlich heißen würde und dass sie vielleicht gar nicht mehr diese sozialen Medien, sozialen Netzwerke haben. Für wie wahrscheinlich halten Sie das, beziehungsweise wenn es passiert, was würde das auf unserem Leben eigentlich ändern und uns auch überwachen? Also Artikel 13 betrifft die Upload-Filter, also ein Gesetz in einer Regulation der EU, die dann nachher auch bei uns gesetzt werden wird, wo es darum ging, dass letztendlich urheberrechtlich geschütztes Material auf Plattformen erkannt werden muss, bevor es veröffentlicht wird. Artikel 13 hätte zur Folge gehabt, dass nur noch sehr große Plattformen hätten existieren können, weil kleine Plattformen diesem Anspruch nicht gerecht werden können. Oder wird dazu führen. Das heißt, wir werden letztendlich eine Zugangs- und Kontrollinfrastruktur auf diesen Plattformen haben, die am Ende dazu führt, dass kleinere Plattformen nicht konkurrieren können. Am Ende also eigentlich eine Festigung der Macht dieser Plattform, denn sicherlich nicht hätten die sich aus Europa zurückgezogen. Tatsächlich ist es so, dass große Plattformen eigentlich froh sein können, wenn sie möglichst schwere regulatorische Vorschriften bekommen, weil das ihre Konkurrenz schwächt. Ja, wir werden das noch, wenn wir das nachher machen, damit wir noch alle die Möglichkeit haben. Ja, die nächste Person war. Ich bin Janik und ich hatte noch mal eine Frage zu der künstlichen Intelligenz und zu dem Thema. Nämlich, Sie meinten ja, dass sich dann der Wettbewerb zwischen diesen Firmen sich dann der Beste durchsetzt und dass Sie das gut finden. Aber setzt sich am Ende der mit dem größten Datenset, der mit dem größten Rechenzentrum und nicht der mit dem besten Algorithmus durch? Ich bin mir nicht sicher, ob ich falsch verstanden wurde, wenn ich sage, ich möchte, dass der Beste sich durchsetzt. Also ich möchte schon, dass der Beste sich durchsetzt, ja. Oder ich will die beste Lösung haben. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich möchte, dass der Größte sich durchsetzt, sondern ich möchte eigentlich das Gegenteil. Ich möchte eine Dezentralisierung, eine Verteilung von Macht. Natürlich ist es so, dass wer die meisten Daten hat, einfach die beste künstliche Intelligenz haben wird, die meisten Ressourcen haben wird, die beste künstliche Intelligenz zu bauen. Und deswegen hast du sehr richtig erkannt, dass effektiv kaum noch mit diesen Unternehmen konkurriert werden kann, bei allen Bereichen, wo die künstliche Intelligenz viele Daten benötigt. Und das ist genau das, wir haben jetzt quasi diese Datenrevolution irgendwie verpennt. Niemand ist auf die Idee gekommen, diese Unternehmen mal daran zu hindern oder mit diesen Unternehmen gezielt zu konkurrieren oder war in der Lage dazu. Und jetzt werden wir im Zweifelsfall auch diese zweite Revolution der künstlichen Intelligenz an diese Unternehmen verlieren, weil sie die Daten haben und weil sie die Kohle haben. Ich weiß, das ist eine Follow-up-Question. Also, sorry.
Ich kann ja schon mal vorsichtig sagen, da vorne steht auch, es gibt einen Podcast zum Thema Netzpolitik. Es gibt auch, insbesondere für die vielen Schülerinnen und Schüler hier, die Möglichkeit, auch Bildungsangebote vom Chaos Computer Club wahrzunehmen, die man auch abrufen kann. Also vielleicht jetzt gemessen an der Zeit, dass wir das vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf haben, nochmal ganz kurz gucken, wer hat jetzt noch Fragen? Ich weiß, da habe ich... Die letzten vier Fragen und dann. Ja, hallo, ich bin Caroline. Erstmal vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich denke, die komplexen Risiken sehr launig dargestellt. Ich wollte noch mal in die Richtung eine ganz andere Richtung lenken. Sind hier schon geschossen? Digitalisierung kann ja auch eine Chance für die Demokratie sein. Also Demokratie, wie du beschreibst, ist ein sehr junges System und auch sozusagen die Verfahren und Prozesse sind ja auch im Finden. Und gerade was Partizipation, Meinungsbildung, der direkte Kontakt zur Politik angeht, auch vielleicht auch was Austausch zwischen Politikern, sind ja auch viele Chancen. Die sind noch nicht vielleicht optimal realisiert, aber wenn man versucht, es vielleicht in so eine Balance zu bringen, würde ich mich interessieren, was du für Chancen siehst und was dafür gestaltet werden musste, um das zu optimieren. Also mir ist auch aufgefallen, als ich diesen Vortrag vorbereitet habe und als ich hierher gekommen bin, dass ich jetzt ein sehr viel Schwarzmalerei in diesem Vortrag habe und wenig darauf eingehe, warum ich Digitalisierung immer noch cool finde, immer noch glaube, dass wir auch diese Probleme lösen werden und glaube, dass wir, dass das alles gut ist. Ja, gerade der Chaos Computer Club, wir sind ja Leute, die sehr viel Spaß an dieser Technik haben und die sehr viel Freude daran haben, damit rumzuspielen und die im Prinzip wäre mein einziger Kritikpunkt, dass die Digitalisierung nicht schnell genug war und dass sie gleichzeitig viele Menschen unvorbereitet getroffen hat. Ich glaube immer noch, dass wir auf einem richtigen Weg sind. Ich würde nichts von dem, was passiert ist, rückgängig machen wollen, außer vielleicht Facebook. Ja? Aber auch da würde ich noch mit mir reden lassen. Ich glaube, wir sind auf einem sehr richtigen und guten Weg. Und Partizipation ist wichtig. Und Zugang zu Informationen ist wichtig. Und alles, was in der Vergangenheit war, war im Zweifelsfall schlechter. Das ist mir wichtig, das auch darzustellen. Wir haben nur leider jetzt gerade auf dem Weg in die Zukunft so eine kleine Krise, die jetzt sich eben in ein paar Leuten aus der Vergangenheit am meisten manifestiert. Hallo, mein Name ist Mathis, ich komme aus Berlin. Ach klar, und meine Frage ist, nachdem Sie sich mit der Problematik jetzt auseinandergesetzt haben, mit Zentralisierung von Macht und all dem, was haben Sie persönlich getan oder was tun Sie, um dem entgegenzuwirken und was kann jedes Individuum in unserer Gesellschaft tun? Tja, sehr schöne Frage, vielen Dank. Was tue ich dagegen? Naja, beispielsweise halte ich solche Vorträge hier. Ich versuche politisch zu agieren, wenn ich gehört werde. Es wurde ja gerade angemerkt, dass ich das ein oder andere Mal als Sachverständiger im Bundestag war, da allerdings eher zu Themen der IT-Sicherheit. Weil da eben meine Kompetenz liegt. Der Chaos Computer Club, um das ein bisschen aufzumachen, versucht die Kompetenz der Menschen im Umgang mit diesen Medien zu stärken. Ich bin fester Verfechter davon, dass es fundamental entscheidend ist, dass wir wissen, wie Dinge funktionieren. Dass wir wissen, wie das Internet funktioniert, wenn es uns betrifft, und es betrifft uns, dass wir wissen, wie Facebook oder sonst was funktioniert, und dass wir auf Basis dessen, wie wir informiert sind, unsere Entscheidungen fällen. Und das dann ist auch alles in Ordnung. Ja, wenn dann Menschen informiert sind und sagen, okay, das ist das Risiko, und ich entscheide mich jetzt, dass trotzdem für mich die Vorteile, die Nachteile überwiegen oder sonstiges, dann können die Menschen gerne so handeln. Ich habe in manchen Bereichen leider nicht den Eindruck, dass die Menschen unbedingt vollumfänglich informiert sind. Was unter anderem übrigens daran liegt, dass selbst ich niemals die Terms and Services, also die AGBs von Facebook gelesen habe. Und ich halte das für unwahrscheinlich, dass es auch nur ein nennenswerter Anteil der Nutzerinnen und Nutzer jemals getan hätte. Was habe ich persönlich für Möglichkeiten zu agieren?
ich glaube tatsächlich, dass die wichtigste Immunisierung eigentlich tatsächlich ein Wissen darüber ist. Und zu wissen, wo wir unser Wissen bekommen können. Ja, also es gibt ja 1000 Abwandlungen des Spruches, Wissen ist Macht, nicht Wissen macht auch nichts, ja, wenn man weiß, wo man nachschlagen kann. Und diese Nachschlagewerke sind zugänglicher und freier, als sie es je zuvor waren. Wir können von den Elite-Universitäten der USA uns irgendwelche Vorträge über, was weiß ich, Quantenphysik anschauen. Wir haben alles Wissen verfügbar und Menschen sind bestrebt, dieses Wissen zu teilen. Und wir brauchen eigentlich nur wenig wissenschaftliche Vorbildung, um Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Und es ist richtig, dass alles in Frage gestellt werden muss, immer wieder. Und es muss auch in Frage gestellt werden, was Angela Merkel sagt. Es muss auch in Frage gestellt werden, was irgendjemand sagt. Alles muss immer in Frage gestellt werden. Und das ist das Prinzip der Wissenschaft. Und das Prinzip der Wissenschaft ist danach zu suchen, gezielt nach Informationen, die meine Annahmen falsifizieren. Und das, was wir heute tun, ist, oder was, ja doch, was wir alle heute tun in diesem Internet, ist, Informationen, die unsere Ansichten falsifizieren, zu ignorieren und konkret andere zu suchen. Und wir begeben uns in Räume, in denen wir konkret nur die Informationen bekommen, die zu unserem Weltbild passen. Und so kommt es, dass Menschen eben inzwischen ernsthaft überzeugt sind, dass die Erde flach ist. Oder dass Angela Merkel die Grenzen geöffnet hätte, als wären die nicht vorher schon offen gewesen. Ja? Solche Phänomene existieren und ich glaube, was kann der Einzelne tun oder die Einzelne tun? Das ist halt wirklich mal zu überlegen, so mal seine eigenen Werthaltungen in Frage stellen, mal Sachen prüfen. Ein kleines Beispiel, ich bin ein großer Freund von oder ein großer Feind von Plastiktüten. Und habe deswegen relativ viele Baumwolltaschen. Ich habe jetzt kürzlich gelernt, dass diese Baumwolltaschen ungefähr so umweltschädlich sind wie 1000 Plastiktüten. Ich habe in meinem Leben noch keine 1000 Plastiktüten bekommen. Ich habe aber wahrscheinlich 40 oder 60 solcher Baumwollbeutel bekommen und bin damit ein viel größerer Umweltsünder, als ich dachte. Ja, solche Momente, ja, wo ich wirklich was gelernt habe, wo ich eine Erkenntnis habe, wo mein fester Glauben in Frage gestellt wurde und widerlegt wurde. Das sind Momente, nach denen ich suche. Das heißt, da auch der Ansporn an die Einzelnen, den Einzelnen kritisch zu denken und Dinge zu hinterfragen, Informationen zu hinterfragen. Wir kommen jetzt zu den letzten beiden Fragen. Einmal dich bitte. Hallo, ich bin Magnus und ich wohne zumindest in Berlin, sagen wir es so. Und vorhin war der Punkt, dass der politische Diskurs im Keller ist. Und das liegt ja auch unter anderem an der Aufmerksamkeitsspanne, die momentan vorhanden ist. Und wenn man sich jetzt vorrangig durch das Internet informiert, in dieser Gesellschaft, wie soll man dann den politischen Diskurs wieder entfachen, wenn man sich ja gar nicht länger mit einem Thema beschäftigt? Oder wie kann man vielleicht diese Aufmerksamkeitsspanne verlängern? Das ist auch eine sehr interessante Frage. Ich würde nur gerne eine kleine Teilformulierung korrigieren. Ich finde das super, dass Menschen sich durch das Internet informieren. Das Internet ist weder gut noch schlecht. Es kommt also darauf an, wo im Internet informiere ich mich. Ich glaube schon, dass dass diese Aufmerksamkeitsspanne ein Problem ist, das sich verkürzt. Und ich stelle den Effekt auch bei mir selber fest, dass ich da den spüre an mir selber. Es hilft, sowas zu beobachten. Es hilft, sowas an sich selber wahrzunehmen und zu versuchen, dem entgegenzuwirken. Es gibt zum Beispiel einige, Methoden, sich gegen das dann doch sehr süchtig machende Potenzial von Social Networks zu schützen. Darunter gehören, und wir kriegen die übrigens sogar schon inzwischen von den Unternehmen selber angeboten. Also bei meinem Handy kann ich beispielsweise die Nutzung der App Twitter begrenzen, wo ich also sage, okay, ich möchte, wenn ich eine Stunde des Tages auf Twitter verbracht habe, gewarnt werden, dass ich jetzt hier gerade wieder einen weiteren Tag meines Lebens verschenke. Es gibt so Empfehlungen wie, das Handy-Display auf schwarz-weiß zu stellen.
Es gibt so Methoden, wie zu versuchen, wirklich sich so einen smartphone-freien Tag zu verordnen. Was ich auch tatsächlich manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig mache, wenn ich mich in Gebieten aufhalte, wo ich keinen Empfang habe. Und ich glaube wirklich nicht, dass das Internet schlecht ist. Das Internet wird auch in Zukunft unser Handeln maßgeblich bestimmen und es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Ich verteufle das nicht. An seiner Aufmerksamkeitsspanne zu arbeiten, durch ein bewusstes Nutzen, durch ein Nachdenken darüber, eben auch mal längere Texte zu lesen, sich die Zeit zu nehmen, die zu lesen, das ist durchaus etwas, wo man sich, glaube ich, seinem eigenen informationsverarbeitenden System tatsächlich einen Gefallen tut. Dann können wir nur selber dran arbeiten, weil wir kämpfen da gegen Mechanismen unseres Gehirns, die tief verwurzelt sind. Und da können wir nur durch eigene Bewusstwerdung gezielt gegen ankämpfen. Das ist ähnlich wie bei, keine Ahnung, viel Zucker essen. Ja, es ist ein Prinzip unseres Gehirns, das zu tun. Und wir werden uns davon nicht abbringen, ohne darauf zu achten und irgendwie den Zucker konkret zu regulieren. Und das tun wir, weil wir es wissen. Und dann können wir irgendwann uns ausbalancieren. Dann sind wir jetzt bei den letzten Fragen. Habe ich irgendjemanden gerade übersehen? Ja, ich habe meine Frage zurückgezogen, weil die wahrscheinlich zu lang ist. Okay, das ist gut. Dann gehen wir mal, wenn ich da habe. Letzte Frage nochmal. Okay, meine Frage ist leider nicht so super kurz, aber. Okay, schließt daran an, dass du. Achso, mein Name ist Holger Schnell. Ich an der Freien Universität promoviert in Philosophie. Und meine Frage ist, wie kann man, was ganz wichtig ist, glaube ich, zu einer Versachlichung der Diskussion wieder zurückkehren, dass das bessere Argument entscheidet, dass man es faktenbasiert macht, auf welcher Quellengrundlage kann man das machen und auf welcher Geistesgrundlage. Ich bin ehrlich gesagt etwas irritiert darüber, wie du jetzt auch insbesondere mit dem Wortbeitrag von André umgegangen bist, eine gewisse Einseitigkeit in der Auswahl der Beispiele war nicht zu verleugnen und eine typische Sache ist. Ich finde es ganz wichtig, dass Menschen mit unterschiedlichen Positionen, politischen Positionen miteinander ins Gespräch kommen und dass diese Gespräche argumentativ und faktenorientiert geführt werden. Und diese Tendenz, jemanden vom Diskurs auszuschließen, sich damit nicht mehr zu beschäftigen oder jemanden lächerlich zu machen, nur weil er politisch auf der falschen Seite steht, finde ich, ist eine ganz schlimme Tendenz. Wir müssen uns alle, auch ich und viele andere, wir kennen das alle, wenn man emotionalisiert ist, ist man nicht mehr sachlich, aber ich glaube, es benötigt sehr viel Disziplin, um da den anderen zu Wort kommen zu lassen. Die Frage ist, wie wir das am besten machen. Und das betrifft auch die Inhalte, zum Beispiel Klimapolitik. Du hattest es so dargestellt, als wäre es, als gäbe es hier zwei Positionen. Entweder die Klimaleugner auf der einen Seite oder wir werden alle gegrillt. Und ich meine, wir wissen alle, dass das natürlich Unsinn ist. Also wir leben in einer kleinen Eiszeit, erdgeschichtlich gesehen. Als sich unsere Primatenvorfahren entwickelt hatten vor 36 Millionen Jahren, da gab es keine weißen Polkappen, Leute. Also da haben 20 Grad geherrscht am Nordpol und so weiter. Also was bedeutet das, wenn es 4-5 Grad wärmer wird, ist es schlecht für uns Menschen. Aber das Leben auf diesem Planeten wird nicht vernichtet. Wir haben ganz was gerne einen Anfang dieses Jahr noch mit Klima. Da können wir ein Thema anschauen. Alles klar, super. Die Frage, sorry, die Frage ist, wie können wir solche Diskussionen der Komplexität, also dessen persönlicher weisen und ja, kann man wieder auf politischen, also dass man argumentativ solche Dinge führt und auf welcher Faktengrundlage macht. Wie kann das sozusagen das bessere Argument noch gewinnen? Zum Thema Klimawandel, ich glaube, das Einzige, was Sie da richtig erkannt haben, ist, dass es dem Planeten scheißegal ist. Der wird weiter existieren. Ich habe in meinem Leben das Glück oder das Pech gehabt, sehr viel Zeit in äquatornäheren Positionen zu verbringen. Und da kann ich Ihnen sagen, 5 Grad machen einen entscheidenden Unterschied. Ja, was die Temperaturregulation des Menschen angeht und auch vieler anderer Lebewesen. Insofern würde ich das doch sehr interessant finden, dass Sie da jetzt irgendwie einen Satz anfangen mit "Wir wissen alle". Denn das sind für mich so Marker für genau die Manipulationen,
die eben genau diese Sachlichkeit nicht haben, die Sie gerade einfordern. Ich würde mich weiterhin gegen den Vorwurf wehren. Ich würde Donald Trump lächerlich machen, weil er politisch auf der falschen Seite steht. Die Seite, auf der Donald Trump politisch steht, ist, glaube ich, auch denen, die sich mit ihm auseinandersetzen, bisher noch nicht so wirklich klar. Und ich denke, dass Donald Trump sich primär selber lächerlich macht. Dass ich das jetzt hier noch einmal mit einer Bildauswahl, die übrigens ehrlich gesagt einfach nur die Bildersuche Donald Trump ist, da finden Sie diese Bilder sofort. Insofern bin ich hier vielleicht von Google manipuliert worden, allerdings nicht Donald Trump von mir. Und ich denke, wir könnten darüber Einigkeit finden, wenn schon nicht über Klima, dass Donald Trump nicht unbedingt ein Vertreter eines seriösen politischen Diskurses ist. Und genauso ist Boris Johnson kein Vertreter eines vernünftigen politischen Diskurses. Weder eines Diskurses, der nennenswert faktenorientiert ist, noch eines Diskurses, der nennenswert deemotionalisiert oder sachlich wäre. Und genau aus diesem Grund habe ich diese beiden Personen hier als Beispiele für diese Phänomene ausgewählt. Und ich fand die Auswahl ziemlich gut. Zu einer Versachlichung der Debatte zurückzuführen, das ist übrigens eine Wiederholung der Frage, die der Herr vor Ihnen gestellt hat, gelingt nur, wenn wir uns alle verdeutlichen, wie wichtig das ist. Ja? Versachlichen ist inzwischen eine Floskel, die so oft gesagt wurde und die sich so klug anhört, dass sie von denjenigen, die den Diskurs entsachlichen, am meisten genutzt wird. Ja? Diese Waffen schießen irgendwie wieder zurück. Und ich glaube tatsächlich, dass wir dort nur hinkommen, indem wir Menschen dorthin führen, überhaupt einen sachlichen Diskurs von einem unsachlichen zu unterscheiden. Und das ist das, was wir lange Zeit versäumt haben durch ein Schulsystem, das Menschen von bestimmten Erkenntnissen sehr früh fernhalten möchte und durch ein Bildungssystem, das letztendlich, oder wahrscheinlich ist es sogar eine politische Kultur in Deutschland, dass so gut wie jede Veränderung, die sich andeutet, zunächst einmal nicht stattfinden soll und deswegen größtenteils ignoriert wird. Ja, also das Internet in Schulen zu bringen, ist heute noch eine Aufgabe, die viele Ehrenamtliche im Chaos Computer Club durchführen, ja, die also dort in den Unterricht gehen und irgendwie im Informatikunterricht oder im Gesellschaftskundeunterricht erstmal erklären, wie das Internet funktioniert. Weil wir heute noch Lehrerinnen und Lehrer auf unsere Schulen lassen, denen das nicht erklärt wurde und die es deswegen auch den Kindern nicht erklären können. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir von, auch in der technischen Entwicklung, von Nationen oder Staaten stark überholt werden, die diese Wind des Wandels eben früher entdeckt haben. Und in einer dieser Nationen ist übrigens ein Bonmot oder ein Sprichwort, das ich hier gerne zitieren möchte. Wenn der Wind des Wandels weht, dann bauen die einen Schutzmauern und die anderen Segel. Und das ist es, was wir tun sollten, segeln. Vielen Dank.